schönen guten Abend alle zusammen, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder. Dieses Jahr ist alles anders als die Jahre zuvor. Schützenfest müssen wir leider absagen aufgrund der Corona-Pandemie. Aber nichtsdestotrotz sind wir dieses Jahr einmal bei unserem Vogelbauer Oskar Koch in der Werkstatt, um uns anzuschauen, ja, wie die Vögel im Endeffekt hergestellt werden, vom rohen Stamm bis hin zum fertigen Brachvieh, was ja leider Gottes auf Schützenfest immer wieder von unseren Schützenbrüdern erlegt wird. Ja, Oskar steht neben mir. Wie gesagt, er hat sich ein bisschen vorbereitet und würde uns jetzt mal zeigen, wie so der Ablauf im Groben und Ganzen ist, wie so ein Schützenvogel hergestellt wird. Ja, Oskar, wir sehen hier einen Rohling von den Vögeln, wie sie ja eigentlich jetzt noch nicht aussehen, die Vögel. Wann wird das, hat das einen gewissen Zeitpunkt, wann das geschlagen werden muss, wenn die, bevor die Feuchtigkeit reinkommt? Nein, oder ist das eigentlich? Man kann das dieses Jahr, man könnte es. Ist das eigentlich egal? Man kann es dieses Jahr abmachen. Natürlich ein bisschen früher, so januarmäßig. Und wenn ich das dann alles mal bearbeitet habe und so weiter, dann haut das mit der Trockenheit wunderbar hin. Apropos bearbeiten, wann fängst du an? Ich fange meistens so Ende März an. Ende März, also je nachdem die Zeit nicht so umkam, warum erscheint, warum oder was. Und dann kontinuierlich durcharbeiten. Okay, ich habe ja Früh- und Spätschicht, dann bleibt natürlich eine Woche auch schon mal was liegen. Also ich bin nicht jetzt jeden Tag da drin. Aber es hat die Zeit nicht immer hingegangen, deswegen. Ja, wie gesagt, jetzt kann sich natürlich kaum einer vorstellen, wie aus so einem Klotz, sage ich mal, ein fertiger Schützenvogel. Ich sag mal, die ersten Schritte, Oskar, wie sehen die aus? Ja, ich muss die natürlich jetzt erstmal auf das Maß mit der Motorsäge schneiden. Der ist ja jetzt viel zu lang und so weiter. Ich nehme immer so 85 cm. Als Rohmaß. Ja, genau. Und dann kommt ja noch was da dran und der Schwanz kommt ja auch, wird ja auch noch was dran gesteckt. Sind sie meistens, haben die meistens die Länge vom, also vom Stamm her so 95. Also der erste Schritt wäre jetzt, du schneidest es auf Maß. Ja, genau. Ja. Und dann beginnt die Bearbeitung der Maß. Dann muss ich mit der Hobelmaschine, hobel ich die dann erstmal schön so wie den da vorne. Das zeigen wir gleich mal, ja. Bei diesem okay, das ist natürlich ein Kabenzmann, da bin ich ein bisschen länger dran mit dem Hobel. Und der war ein bisschen vom Stamm her ein bisschen dünner. Und da hätte ich jetzt noch viel wieder runternehmen müssen. Aber dann mache ich natürlich erst mit der Motorsäge das Gröbste. Das geht natürlich auch, weil, dass die Hobelmaschine nicht so, dass ich nicht so viel runterhobeln muss. Weil, also nach dem Hobeln würde ich sagen, hat er so im Groben die Grundform, wie diese Schützenvögel aussieht. Grob bearbeiteten Stamm, würde ich mal sagen, der aber doch schon gewisse Konturen hat. Wie gesagt, und der ist jetzt also gehobelt und ich denke mal auch in Form gebracht, schon wie man das sieht. Ne? Ja, Der Kopf sind Schnitzerweiden. Ja, den habe ich aber auch noch nicht ganz fertig. Da hätte ich noch was gemacht. Und aber erstmal so fange ich meistens immer an. Jetzt gehört zum guten Vogel natürlich auch Flügel. Ja, ich mache erstmal mache ich jetzt. Ah ja, wie geht's weiter? Setze ich erst den Schwanz ein. Ja. Und die Krone mache ich dann auch schon drauf. Und dann geht es dann weiter. Da muss ich das Loch erst bohren. Aber nicht zur Aufnahme hinterher auch ein Kugel. Ich muss ja das Loch bohren erstmal, dass ich das hinterher alles in der Waage habe. Ja, okay. Und ich, dann, ich kann es euch jetzt so zeigen, wie ich das immer mache. Genau in der Waage sein. Und mittig auch vorne, damit der nicht. Ja, genau, genau. Und du musst darauf achten, dass der, der Schwanz auch in der Waage ist. Wenn eins nicht in der Waage ist, hängt er schief. Und der Schwanz. Und dann haut das auch. Mit den Flügeln, ich mache ja dann alles so. Das muss alles in der Waage, das muss in der Waage sein, das muss in der Waage sein. Und dann tue ich ja hier die Schlitze reinmachen für die Flügel. Und das muss natürlich auch hundertprozentig stimmen. Sonst hängt nämlich ein Flügel schief. Sonst hängt einer weiter oben, einer weiter unten. Weißt du, wenn das nicht alles genau in der Waage ist. Und das ist. Also eine Arbeit, da musst du natürlich aufpassen. Also das, wenn da eins nicht stimmt, dann hast du schon den ganzen Vogel. Also das ist doch schon ein großer Handwerkskunst. Da musst du aufpassen. Ja. Man denkt sich ja, ja gut, dann schnitzt das. Das ist mit das Schwierigste, das alles in der Waage zu haben. Ich tue ja natürlich auch übers hin, dass er sich nicht verrutschen kann und so weiter. Und das ist mit das Schwierigste. Und wenn das dann alles in der Waage ist, dann hast du gewonnen. Weißt du, dann kannst du das, die Sachen alle schön einsetzen. Gut, das hast du jetzt gemacht. Und der nächste Schritt wäre dann, du hast gerade gesagt, du willst den Rumpf einschlitzen, die einsetzen der Flügel. Dann wenn die dann die Schlitze da drin sind. Wir können hier mal gucken, das ist ein fertiger Flügel vom letzten Jahr, denke ich mal. Ne? Ja, ja.
Ja, die, da hast du eine Schablone auch für, denke ich mal. Und die sind aus, ja, aus was für Holz sind die? Die Flügel einfach aus Sperrholz? Nein, das ist nicht Sperrholz, das ist eine Tischlerplatte. Tischlerplatte, okay. Eine Tischlerplatte, das ist ein bisschen teurer, aber das ist auch ein Holz, die Hohlräume haben. Und da gehen die Kugeln ja durch. Wenn ihr die Kugel in den Hohlraum trifft, habt ihr ja bestimmt schon gesehen, Flügel gesehen, wo viele Löcher hier drin waren. Und dann fliegt der Flügel nicht so schnell runter. Und dann habt ihr gesehen, es dauert, hält ja auch ein bisschen länger. Wenn ein Flügel schnell runterfällt, dann sieht das ja auch nicht so schön aus. Weil, wenn die beiden ersten Schüssen runterfallen, ist das ja nicht so schön. Und deswegen achte ich darauf, dass die auch länger halten beim Schießen. Und, hat ja eigentlich immer ganz gut gegangen. Also wie gesagt, wir werden jetzt im nächsten Schritt werden die, die Flügel eingesetzt. Ja, ja, dann hätte ich natürlich, ja, kann ich die jetzt nicht machen, weil die Schlitze nicht da drin sind. Gibt es da auch was zu beachten bei Ansätzen? Ja, ja, dass sie nicht zu hoch sind, dass er nicht hinten am Kasten anschlägt. Weißt du, das ist auch wieder so ein Problem. Ich habe sie dann meistens, ja, wenn ich schlitze, dann hält er ja, dann kann ich, und dann tue ich hier unten ungefähr 24 hoch. Aber hier hinten. Ich messe hier hinten, mal 24 hoch ungefähr. Und dann kommt hier unten Leim rein, in den Schlitzen Leim. Und dann tue ich hier was drunter. Und da muss er natürlich auch aufpassen. Es kann immer wieder verrutschen, dass alle beide Seiten gleich hoch sind. Der Flügel da, der linke und der rechte. Und da bin ich ein paar Mal hinterher gewinnen. Dann meinst du, jetzt hast du alles in Ordnung. Dann ist er ein bisschen wieder verrutscht, dann ist der wieder ein bisschen niedriger und der andere wieder ein bisschen höher. Und das sind alles so Sachen, wo der darauf achten muss. Kannst du absehen oder kannst du beziffern, wie lange du für einen Vogel ungefähr brauchst, Gesamtbauzeit? Ja, da kommen einige Stunden. So grob ungefähr, dass man da mal ungefähr mal auch mal eine Ahnung von hat. Ein Vogel vom rohen Stamm bis hin zum fertigen Vogel, mit Bemalung und allem drum und dran. Wenn ich dranbleibe oder immer Frühschicht habe, also einen Monat. Ein Monat, also 4 Wochen reine Bauzeit. Also, ja, dann muss ich aber dranbleiben. Ja, okay, alles klar. Aber kann man so sagen, das kann man ja gut, und dann haben wir dann mal spezielles Jahr, so wie letztes Jahr, wenn wir Kaiserschießen haben, wir dann 3 Vögel brauchen. Ja, dann muss natürlich. Kann man sich ja ausrechnen, wie lange du oder wann du auch anfangen musst, um die Vögel dann auch fertig zu haben. Genau. Gut, jetzt sind wir so weit, jetzt haben wir die Flügel dran. Mhm. Dann würde ich ja sagen, wie geht es dann weiter? Ja, dann muss ich natürlich dann erstmal, du siehst ja, das ist ja dann alles noch nicht so schön und so weiter, dann tue ich hier mit so Holzlatten hier drunter, Leimen, hier auch, und dann tue ich die natürlich verputzen. Mhm. Also das Verputzen heißt, richtigen Putz kommt da raus? Ja, das ist ein Spezialputz vom Dackel und der hält richtig, richtig gut am Holz. Okay. Und dann holst du die Konturen mal. Ja, ja. Und dann tue ich den hier schön verputzen, dass es ja auch alles schöner aussieht. Das sieht man ja bei dem da vorne auch. Ja, und dann muss der natürlich erstmal 1-2 Tage trocknen. Da kann ich dann, man schmiegel ich mal das Gröbste erstmal noch. Dann kann ich dann, ja, dann verputze ich hier alles. So leicht. Auch alles mit dem Putz, wo du die Kultur. Genau. Alles leicht verputzt. Putzen hier und ja, und dann noch mal ein bisschen schmirgeln. Ja, und dann kann ich dann auch schon mit den Streicharbeiten anfangen. Dann sind wir also fertig mit der, ich sag mal, Proben mit dem Bebauung und fangen dann mit der Verfeinerung. Dann kann ich mit den Streich anfangen. Ja, Oskar, jetzt haben wir hier mal einen Vergleich. Wir haben hier einen fertigen Schützenvogel. Die handelt sich um den Zielvogel aus unserer Schützenhalle. Im Vergleich den Rohling. Ja. Wie du uns gerade erzählt hast, ist das ja jetzt die Vorstufe. Da werden Anbauteile, sind Flügel, Schwanz und der Kopf modelliert. Verputzarbeiten werden dann gemacht und dann fängst du an zu bemalen, um dem Vogel Farbe zu geben. Genau. Ich sage, das ist jetzt eine Farbgebung von diesem Vogel hier. So sehen die in der Regelfall ja eigentlich aus. Im größten Teil zumindest von der Grundfarbe aus. Ja, der ist doch ziemlich dunkel. Ich mache sie jetzt ja auch ein bisschen. Das heller, ja, du duftest sie ja auch so ein bisschen. Nicht mehr 3 Farben insgesamt dürfen. Ja. 3. Und da waren es nur 2. Also hier, da habe ich nur leicht. Da war ich auch noch nicht so. Also jetzt ja, gut, man lernt ja in den Jahren seine Aufgaben. Ja. Was nimmst du für eine Farbe aus? Ist das Spezialfarbe oder ist das einfach ein Holz? Ja, das ist Consolan. Ist das? Ja, aus Consolan. Ja, das ist eine Holzfarbe. Mhm. Und die ist auch ganz gut. Ja, die klebt auch ganz gut. Also die kannst du, wenn die ein bisschen trocknet, so wie Gummi ziehen. Ja, okay. Und das ist ja gut an der Farbe. Und dann splittert das nicht so, weißt du, so. Die Farbe, wenn ich dir richtig derbe was drauf tue,
dann, auch wenn der Flügel locker ist, weil, dann kann diese Farbe den Flügel trotzdem noch ein bisschen halten. Weil die ja dann auch ein bisschen klebt noch, weißt du? So wie Gummi so ungefähr, wohl. Habt ihr ja schon mal gesehen, wenn der Flügel aber locker, dann kam trotzdem nicht runter, wohl. Und das ja, macht die Farbe auch. Ja, man sieht das, wie gesagt, gevögelt. Wir haben gehört, wie lange du ungefähr an einem Vogel dran bist. Hat ein Vogelbauer ungefähr eine Ahnung, kann ein Vogelbauer im Vorfeld sagen, der hält so und so viel Schuss? Nee. Hat man das im Gefühl? Nee. Das hat man das, wenn man das Holz sieht, man hat leichteres Holz, man hat dünneres Holz? Die ich letztes Jahr hatte, da hatte ich das Gefühl, dass sie nicht lange machen. Das sich ja auch bestätigt hat? Ja, ja, genau. Was aber sicherlich kein Beinbruch war, das hat Feierlichkeiten, keine Da war ich ein bisschen zu verliebt mit meinem Hobel, glaube ich. Ja, die waren sehr schmal, aber wie gesagt, das hat sicherlich der Feierlichkeiten keinen Abbruch. Ja, das ist aber auch da dran, die neuen Auflagen. Die neuen Auflagen, oder? Munition ist schwächer geworden und da muss ich mir natürlich was einfallen, oder? Und wenn es dann zu lange dauert, oder? Dann weiß ich ja, die wollen Frühstück mal haben und dann bin ich der Prügelknabe und wenn es zu schnell geht, bin ich auch der Prügelknabe. Also jetzt hatte ich letztes Jahr keine Aufgaben. Nein, schon. Also wie gesagt, letztes Jahr hat sicherlich keinen Abbruch getan. Alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich denke mal schon, ich würde sagen, wenn wir diesen jetzt mal, der ist recht schwer. Mhm. Und wenn wir dann leichter nehmen, kann man schon sagen, der schwere hält. Ja, der wäre noch leichter geworden. Ich hätte den ja noch. Aber wenn man den jetzt aufhängt, würde man sagen, der schwere hält mehr Schuss aus als der leichte. Auf jeden Fall. Also das hat man dann schon gesehen. Ja. Wir haben ja gerade gesehen, fertiggestellte Vogel, auch der bemalte Vogel ist im traditionellen Braun oder halt eben mit Tupffarben überarbeitet. Jetzt gibt es natürlich auch bei einigen Vereinen, die haben da, sage ich mal, eine sehr spezielle Art, diese Vögel zu gestalten. Das heißt, zu speziellen Gegebenheiten, was ist, ob es eine Fußballweltmeisterschaft, ob es vielleicht auch ein Fußballverein ist, der gerade mal gewonnen hat. Dementsprechend werden auch teilweise die Vögel gestaltet. Ich möchte jetzt nicht ihre Farben nennen, aber ich denke mal, so ein deutscher Vogel haben wir alle schon mal gesehen, auch in den Zeitungen. Wie stehst du zu diesem, ja, nicht eher traditionellen Herstellung dieser Vögel? Nein, ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Wenn es so eine Weltmeisterschaft ist oder so, dass man da irgendwie Farben mit reinbringt, die Deutschlandfarbe beim Schützenvogel. Also ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Aber trifft das kommt ja nicht immer, deswegen. Nein, okay. Aber du würdest dem auch offen gegenüberstehen, sage ich mal. Es gibt natürlich auch spezielle Meinungen darüber, wenn ich zum Beispiel Schützenvogel in Gelb-Schwarz mache, dass er speziell auf einen Verein bezogen ist. Ich denke mal, das ist natürlich sehr speziell und ich weiß nicht, ob das der Sache gerecht ist. Ja. Denn der traditionelle Vorgang ist natürlich auch einen Vogel ziemlich neutral zu halten, denn die Tradition gibt das natürlich vor und ich sage, Kirmes haben wir draußen vor der Schützenhalle. Die braucht man, denke ich mal, nicht in so einem traditionellen Vorgang eine Schützenfeste mit reinzubringen. Ja, das stimmt schon. Das finde ich auch nicht so ganz gut. Aber wenn es Weltmeisterschaft ist, dann kann man vielleicht das Zepter vielleicht in Schwarz-Rot-Gold. Also Habe ich schon mal gemacht. Aber das ist ja nicht so viel, aber das könnte man machen. Das ist ja auch nicht so ganz schlimm. Und dass man ein bisschen, okay, dieses Jahr ist der Weltmeisterschaft und dass der Schützenvogel auch ein bisschen davon mit hat. Also das traditionelle Bewahren, aber trotzdem vielleicht mal auf eine Begebenheit einzugehen. Ja. Okay, jetzt haben wir die dritte Variante hier mal aufgebaut. Man sieht also jetzt einen durch unsere Schützenbrüder bearbeiteten Vogel. Das war der Jungschützenvogel vom letzten Jahr, Oskar. Ja. Der hatte gehalten, wie viel Schuss war es? 60. 60 Schuss. Ja, kannst du was zu dem Korpus nochmal sagen, wie der jetzt aussieht, ob man da, was man da sieht jetzt noch dran, von der Bauart, wie du ihn gebaut hast zum Beispiel. Man sieht zum Beispiel hier den Kanal von der Aufnahmestange. Genau, da ist ja, komm da rein, so ist er dann feste und hier haben sie ihn dann freigeschossen und dann ist er dann so runter, in die Seite runtergefallen. Ja, hier sieht man noch ein bisschen, hier, wo ich das Bein eingesetzt habe, der ist noch da dran. Ja, den Schnabel, den haben sie auch nicht ganz kaputt gekriegt. Man sieht also schon, dass der ganz schön malträtiert. Ja, und wir haben natürlich auch Schießen gehabt. Kennt man ja nicht mehr wieder. Wo wir dann auch zum Beispiel Sägemehl gehabt haben, wo wir dann ganz auseinander gegangen. Und der ist dann nun wirklich, sag ich mal, im Ganzen als Korpus runtergekommen. Der 296 Schussvogel wohl beim Tom, genau. Ja. Ja, wie gesagt, man hat die drei Stufen, sieht man jetzt hier. Und ich denke, man kann sich Finger an der Hand abzählen, wie viel Arbeit da drin ist. Und ja, auch, wie Oskar gerade schon sagte, wenn er dann sein Ziel erreicht hat oder erfüllt hat und hat eine gewisse Anzahl an Schuss gehalten, ich denke, man ist ein Vogel auch stolz auf sich. Man kann auch sicherlich sagen, wenn man diese Arbeit sieht, dass du, Oskar, wirklich auf deine Arbeit stolz sein kannst. Natürlich. Und wie immer, wir froh sind, wenn du jedes Jahr uns wirklich solche Vögel dahin zauberst. Die Frage natürlich folgendes, die Vögel sind fertig, Schützenfest Samstag ist da, die Vögel müssen zur Vogelrute hoch. Ja.
wie wir schon alle wissen, ist das ja auch für dich ein ganz spezielles Ritual. Ja, du bist immer persönlich dabei, wenn die Vögel transportiert werden. Du bist ja persönlich dabei, wenn der erste Vogel samstags mittags in den Kugelfang gehangen wird. Mhm. Wie läuft diese, ja, dieses Ritual, sage ich mal, für dich ab? Ja, ich bringe ihn dann um 12 Uhr mittags zur Vogelsroute. Immer exakt 12 Uhr wird angebracht. Ja, machen wir so, haben wir so immer so festgelegt. Ja, und dann passen wir die Vögel mal eben in den Kasten, Schießkasten ein, an, dass wir keine böse Überraschung erleben. Es kann ja mal immer was nicht passen. Und dann machen wir das dann. Und wenn dann alles in Ordnung ist, bringen wir sie dann nach der Mia Wagner. Die wohnt sofort neben der Vogelsroute. Und das ist natürlich dann optimal. Ich habe mir sagen lassen, dass du deine Vögel nicht einfach da in den Keller legst. Also die haben bei der Mia Wagner einen ganz speziellen Platz, wo die übernachten, sage ich mal, und wo du auch größten Wert drauf legst, ganz dass die auch pflegelich behandelt werden, selbst bei der Mia. Ja, da haben es ganz gut. Die liegen im schönen Bett bei der Mia und da fühlen die sich dann auch richtig wohl. Und von der Mia werden die dann sowohl am Sonntag als auch am Montag noch gefüttert. Gefüttert und auch weggeholt dann geholt zum Erlegen. Ja. Okay, und das ist so der Ablauf, der sich jedes Jahr wiederholt. Ja, genau. Ja, Oskar, jetzt haben wir gesehen, die Bauhistorie der Vögel hast du uns jetzt gezeigt, was wirklich interessant war. Die Frage stellt sich natürlich nicht nur mir, sondern vielleicht auch vielen anderen Schützenbrüder. Wie kommt ein Schützenbruder dazu, Schützenvögel zu bauen? Mein Opa hat es gemacht und mein Onkel hat es gemacht. Und so bin ich dann immer als Kind nach meinem Onkel gegangen in die Werkstatt und habe mal geguckt, wie er das so gemacht hat. Und Ich hatte immer schon Interesse daran, das auch mal später auch mal zu machen. Der Schwiegersohn vom Alfons Koch, meinem Onkel, hat dann irgendwann... Der den Vogel zuletzt vor dir gebaut hat. Genau. Und der, das war der Paul Ahrens. Ja, der konnte dann zeitlich mäßig dann auch nicht mehr so. Und dann hieß es, ja, wer baut jetzt die Schützenvögel in Ellest? Ja, und dann hat Hubertus Jung, unser Ex-Hauptmann, mich angerufen und hat gefragt, ob ich die Macht weitermachen könnte. Da habe ich mich natürlich, ich konnte es nicht glauben, dass er mich angerufen hatte, weil es gibt ja auch einige Schreiner in Ennest. Und ich konnte es nicht glauben, aber er meinte das wirklich ernst. Ja, und so bin ich dann eigentlich dann auch da 2005 da dran gekommen. Seit 2005 aus? Ja, 2005. Also mittlerweile schon 15 Jahre. Ja, ja, so ungefähr. Ja. Mhm. Ich bin zwar kein Schreinermeister, ich habe auch nicht die, so wie ein Schreiner, die Geräte, wo es alles schneller mitgeht. Alles ein bisschen primitiver bei mir, aber es hat bis jetzt auch immer ganz gut geklappt. Und man konnte ja auch sehen, von Jahr zu Jahr hast du die Vögel ja auch verfeinert. Ja, und ich habe mir dann auch ein paar Geräte angeschafft, wo es schneller geht, ging mit. Ich habe früher alles mit der Hand gemacht. Da hatte ich noch weniger Geräte und das war natürlich schwierig. Da war ich auch ganz lange dran. Ne? Mir tat auch hinter die Hände weh, wenn du immer mit dem Hammer auf den Finger drauf gehauen hast. Du bist an deinen Aufgaben auch gewachsen. Ja. Denn wie gesagt, nur die Form der ersten Vögel, die du gebaut hast, war ja so an der Form der vorherigen Vögel, die der Paul Ahrens gebaut hat, angelehnt. Ja, ja. Aber wir haben ja gesehen, im Laufe der letzten Jahre hast du die immer mehr verfeinert. Die sind also wirklich filigraner auch geworden, die Vögel. Ja. Und ich denke mal, man kann sagen, du bist an deinen Aufgaben gewachsen dann, würde ich sagen. Ja. Man kann es natürlich auch nur machen, wenn man mit Herzblut hinter der Sache ist. Also wenn man das nur macht, wenn man Spaß daran hat und so weiter, dann klappt das. Also man muss Spaß und auch Herzblut reinlegen und sagen, ich mache das gerne. Hm. Ja, und ich denke mal, um das vielleicht zum Schluss zu sagen, der Schützenverein ist dir sehr dankbar für dich und für deine Arbeit. Und wir hoffen, dass du das auch noch lange Zeit für uns machen würdest. Ja, ich danke dir. Ich versuche auch die Meckereien auf Schützenfest, du weißt, das sind alles Fotzeleien, die einfach gehören einfach dazu. Ja. Denke, jeder Schützenbrüder von Ennest weiß, was er an dir und deinen Vögeln hat. Und dann nochmal den Namen des Schützenvereins. Danke für deine Arbeit. Ja, danke schön erstmal. Und ich versuche das dann noch so lange wie möglich zu machen, wenn es klappt und so. Ich will auch gerne haben, dass vielleicht der Noah das mal vielleicht irgendwann mal weitermacht, dass es in der Familie auch bleibt, aber. Das steht noch in anderen Stern und so weiter. Und dann würde es ja dann das erste Mal von Wolzwig weggehen. Ich denke, weit wird sich kommen, der Noah, wenn das machen sollte. Ja, ich meine, er ist ein Schützenbruder. Ja. Also der interessiert sich wirklich für Schützenfest, Otto. Und wenn er es weitermachen würde, wäre ich froh.